Ja, hallo, hier ist Mabel von Rabenglanz. Hier geht es jetzt um das fünfte Kartendeck von meiner Will Worthington-Sammlung, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ganz schnell einfach nur. The Wildwood Tarot von Mark Ryan und John Matthews. Der Illustrator ist, wie gesagt, Will Worthington. Wieder mal. Und ja, das Ganze kommt in einer stabilen, schönen Box. Da drin befindet sich wie immer ein sehr schönes, umfangreiches, großes Buch. Was ich an diesem Buch sehr interessant und schön finde und was ich auch sicherlich gerne jetzt noch weiter vertiefen möchte, ist, dass er die Tarotkarten, die großen Arkana, nicht Arkan, Arkana ist Mehrzahl von Arcanum. So, wo haben wir es denn, wenn man sucht? Er stellt nämlich jede Karte der großen Arkana in Beziehung zum Jahreskreis und auch die Elemente der kleinen Arkana. Und diese Grafik finde ich sehr, sehr anschaulich. Und wie gesagt, da möchte ich auf alle Fälle in diesem System auch mein Tarot weiter entwickeln und voranbringen. Also das ist sehr schön. Dann haben wir natürlich die Bedeutung jeder einzelnen Karte aufgeführt. Jede Karte hat eine Doppelseite. Und dann auch die kleinen Arkane haben aber nur jeweils eine Seite Erklärung und Anleitung. Dann hinten ist natürlich wieder immer der Teil, wie man das Ganze anwendet und verschiedene Legemethoden. So, dann kommen wir zu den Karten. Von hinten sehen die so aus, mit schönen Baum des Lebens sozusagen. Wieder mal kann man leider wohl nicht vermeiden, bis auf ein Deck, glaube ich, haben die alle Copyright-Zeichen. Die Erstveröffentlichung war 2011 von diesem Deck. Mal schauen. Ja, 2011. Und ja, in dunkelgrün gehalten. Die Kartenstärke ist normal, flexibel genug, um zu mischen und in Fächerform auszubreiten. Alles schön. Und dann wollen wir uns mal ganz schnell da eine Führung durchmachen. So. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass die Motive, die Gestaltung des Kartendecks von dem Christlichen abweicht und mehr in Richtung Naturreligion, Paganismus sozusagen ausgerichtet ist. Hier fangen wir an mit dem Wanderer als der Narr. Dann wurde der Magier hier zu einem Schaman. Dann die Seherin. Einer meiner absoluten Lieblingskarten für die Hohepriesterin. Also das ist eine meiner Lieblingsdarstellungen. Dann haben wir The Green Woman, die grüne Frau als Herrscherin. Als Entsprechung vom Herrscher hier The Green Man, der grüne Mann. Dann haben wir anstatt dem Hierophanten Urahn oder die Ahnen, dann die Liebenden als Waldliebende, genau meins. Dann anstatt des Wagens haben wir die Bogenschützin, hier schön mit Irish Wolfshound. Dann haben wir den Hirschen. Anstatt der Kraft. Dann The Hooded Man.
als Eremit hier gezeigt wird. Dann das Rad, the Woodward, der Wächter des Waldes, als Gerechtigkeitskarte. Dann haben wir anstatt dem Gehängten der Spiegel, die Todkarte ist die Reise. Die Mäßigkeit ist hier die Balance. Und der Teufel ist hier der Wächter, wahrscheinlich der Wächter des Totenreichs. Dann haben wir den Turm als vom Blitz getroffenen Eiche. Als Stern den Polarstern. Mond auf dem Wasser. Dies hier ist nicht der Mond, sondern unter der Wasseroberfläche ist ein Ei dargestellt. Dann haben wir die Sonne als Sonne des Lebens. Und als Gericht haben wir den großen Bären. Und was ich absolut am schönsten finde, ist als Weltkarte den Weltenbaum darzustellen. Also besser geht's für mich nicht, auch noch in allen Jahreszeiten. Dann kommen wir zu den kleinen Arkanen. Und die kleinen Arkane haben andere Elemente. Anstatt Stäbe gibt es hier jetzt die Bögen, also Ast der Bögen. Ist zum Beispiel ein Funke des Lebens als Feuer, Bezug auf Feuerelement. Dann haben wir zwei Bögen, zwei Stäbe wohlgemerkt, die Entscheidung, Erfüllung mit drei Bögen, das Feiern mit vier Bögen, vier Stäben, fünf, sechs, sieben Bögen, das Herdfeuer mit acht Bögen, dann haben wir neun Bögen. Erinnert mich so oft an so ein Plattencover von Jethro Tull übrigens. Könnte eins zu eins davon abstammen. Dann haben wir die zwei Bögen oder Entschuldigung, zehn Bögen, also entsprechend zehn Stäbe. Dann die Hofkarten werden als Tiere dargestellt, nicht Menschen. Und zwar haben wir den Pagen der Bögen, das ist ein Hermelin. Den Ritter der Bögen, ein Fuchs. Ein Hase ist die Königin der Stäbe oder Bögen. Und der König ist hier die Schlange, der Otter. Das ist die Otter. So, dann haben wir hier anstatt der Schwerter Arrows, also Pfeile, Luftelement, ist zum Atem des Lebens. Zwei Pfeile in Gerechtigkeit. Dann haben wir die Eifersucht mit drei Pfeilen.
4 Pfeile oder Schwerter, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Pfeile oder 10 Schwerter. Dann die Hofkarten, haben wir den Pagen als Zaunkönig, den Ritter der Schwerter oder Pfeile als Falken. Dann haben wir die Königin der Schwerter oder Pfeile als Schwan und den König der Schwerter oder Pfeile als Eisvogel. So. Dann kommen wir zu den Kelchen oder Schalen. Ass der Fessels, also der Schalen. Hier das Element Wasser natürlich in Bezug zu den Kelchen oder den Schalen. Das sind dann Wasser des Lebens. Da haben wir dann 2, 4 Kelche. Nein, Entschuldigung, 3. Ich komme schon völlig durcheinander. Hier haben wir die 4. Sie sieht wirklich gelangweilt aus. 5, 6 Schalen oder Kelche, 7, 8, 9 Kelche, 10 Kelche. Als Hofkarten haben wir beim Pagen den Otter, dann den Ritter als Aal, die Königin als Lachs, wieder auch mit natürlich der Haselnuss, ohne geht nicht. Dann haben wir hier den König als Fischreiher oder Graureiher. Und zum Schluss kommen wir jetzt zum Erdelement, den Münzen, Pentakel oder Scheiben. Und hier wird als zum Bezug auf Erde Steine gewählt. Und das ist sozusagen das Ast, das Fundament des Lebens. 2 Steine oder Münzen, Pentakel, Scheiben, 3, 4, oh, wie süß, 5, 6 Steine, ziemlich düster mit den zerrissenen Bienenkörben, der gebrochenen Hake und dem Feuersturm da hinten, die 6 Pentakel sind das, dann haben wir 7, 8, 9 und 10 Steine. Die Hofkarten sind Page als Luchs, da haben wir den Luchs, nicht den Lachs. Dann Ritter der Steine, das Pferd. Königin der Steine ist der Bär. Und zum Schluss König der Steine oder Pentakelscheiben Münzen ist der Wolf. So. Das war ein Schnelldurchgang sozusagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.